Zeichen. Aufzeichnung läuft. Hallo Brigitte, grüß dich. Ja, Katrin, hallo. Erstmal vielen Dank, dass du dir Zeit nimmst, ein paar Fragen zu beantworten zu deinem interessanten Seminar, was jetzt am 5. 6. September bei uns in Berlin geben möchtest oder geben wirst. Und wir hatten so die Idee, dass wir nochmal mit dich persönlich fragen darüber, dass du vielleicht so ein bisschen erzählst, was die Inhalte sind, was die Schüler mitnehmen können, sodass wir so einen kleinen Vorgeschmack geben. Und das, wer dich vielleicht auch noch nicht kennt, dich über unser kleines Interview ein bisschen näher kennenlernen darf. Ja. Also, ich begrüße dich herzlich, Brigitte, und vielleicht magst du mal ein paar Worte erstmal zu deiner Person sagen, zu dir, zu deinem, so wer du bist, du Urgestein des Shiatsus. Genau, Shiatsu-Dinosaurier vom ESI, Mitgründerin vom ESI, mittlerweile seit 1980 Shiatsu-Lernende, Forschende, Freudige, sonst was. Und ich habe fast 25 Jahre die Schule in Münster geleitet und habe viel Fortbildung auch in den verschiedenen Zentren angeboten und tüftel gerne auch an irgendwelchen Fragen und Themen herum und entwickle immer was. Und in diesem Thema kommt auch so mein anderer Beruf noch ein bisschen mit rein. Ich bin zusätzlich zu Shiatsu-Praktikerin und Heilpraktikerin dann für den Bereich eben auch psychologische Psychotherapeutin, und da kommen dann schnell solche Seelenfragen und Themen auch auf mich zu und dann auch wieder aus mir raus als Artikel oder Seminare oder als Berührung. Und ich habe Praxis und mein Hauptstandort als Lehrerin eben in Münster. Ja, umso mehr freut es ja uns, dass du den Weg wieder nach Berlin findest. Das Thema deines Seminars ist ja die Psychologie in der Berührung. Ja. Ja, und das finde ich wirklich ein spannendes Thema, weil mich interessiert natürlich dann auch, was bedeutet das für dich? Was ist für dich der Ausdruck von Psychologie in der Berührung? Mhm. Und dein Ansatz dazu für uns auch im Shiatsu? Wie bist du da auf die Idee gekommen? Hast du da Erfahrungen, Fragen der Schüler, die sagen, Mensch, Brigitte, mit deinem langen Wissen auch aus der Psychotherapie oder so, ne? Also wenn du sagst, 1980, da war ich, warte mal, muss ich sagen, 18 Jahre alt, stimmt, ja, ne? Mhm. War gerade in der Ausbildung zur Biologielaborantin. Auch eine Psychologie. Also wenn du von Psychologie der Berührung sprichst, was kann ich mir darunter vorstellen, wenn ich da, also ja, wenn ich sage, Mensch, begeister mich mal, dass ich da zu deinem Seminar komme. Also das Seminar, was ich in Berlin anbiete, das bezieht sich auf einen Teil von dem, was so unter Psychologie der Berührung verstanden werden kann. Also was in Berlin jetzt nicht Thema ist oder nicht Hauptthema oder vorgesehenes Thema ist, zum Beispiel die Frage von Nähe und Distanz oder wie gehe ich, ja, Intimität ist oft so ein heikles Wort, aber eigentlich bezieht es sich auf was so ganz innen ist und so mein Geheimnis. Und wie gehe ich in der Berührung damit um, das anzusprechen, das aufzunehmen? Und Psychologie der Berührung heißt auch, wie, für welche Aspekte, für welche Räume, innerliche Räume öffne ich mich, worauf beziehe ich mich? Und ja, könnte ich noch ein paar Themen aufzählen? Und in diesem Fall geht das wie um eine Feinabstimmung in der Berührung, sowohl schon im Zuhören, im Fragestellen, im quasi in unserem Sinne im diagnostischen Berühren, Schauen,
Und dann auch in der Behandlung zu gucken, wo bekomme ich den größten Kontakt oder wo ist es für die Fragestellung, mit der jemand gekommen ist, am stimmigsten zu berühren. Hm. Und das Seminar heißt irgendwie was, der Untertitel auch Shiatsu für Körper, Geist und Seele oder irgendwie so ähnlich. Ich habe es jetzt gerade nicht hier liegen. Und das ist ein Thema, also zum einen ist das so ein gängiger Ausdruck, ist ganzheitlich, klar, wir arbeiten mit Körper, Geist und Seele. Und auf der anderen Seite ist das nach meiner Erfahrung in Shiatsu-Seminaren nicht wirklich gefüllt, was ganzheitlich heißt und was diese Wörter bedeuten und wie ich das umsetze, den Menschen entsprechend dem, wo irgendwas stärker schwingt und wo ich andocken könnte, so auch zu berühren. Und darum soll es in diesem Seminar auch gehen, da spezifischer wahrzunehmen, zum Beispiel wenn jemand mit irgendwelchen Beschwerden, Anliegen kommt oder auch schon bei einer Harazone, die dann in einer bestimmten Weise stärker Jitsu ist und ich die auswählen würde, dass ich eine Ahnung habe, ist dieses Jitsu ein Ausdruck von eher einer körperlichen Schwingung und passt somit vielleicht auch vom Verstand her eher zu den Rückenbeschwerden, die jemand hat. Oder bin ich ganz erstaunt und sage, ne, jetzt hat dieser Mensch doch Rückenbeschwerden. Es ist doch was Körperliches als Problem. Jetzt muss es doch auch sich widerspiegeln auf einer körperlichen Frequenzebene im Hara. Und das muss überhaupt nicht. Also der beste Zugang oder der stärkste Ausdruck kann genauso gut auf einer emotionalen, mentalen oder spirituellen Ebene sein. Und ja, man wird so spezifischer und kriegt vielleicht noch leichter ein Verständnis dafür, womit dann irgendwelche Probleme, mit denen jemand kommt oder womit das Boshin oder eben die Meridianfunktionen aus den beiden Meridianen, wie das alles so zusammenhängt. Wenn ich so hinhöre, was du so erzählst, ne, dann kommen natürlich hier auch Fragen zum Beispiel. Wenn wir uns also darauf einstellen, auf die Psychologie der Berührung, du sprichst also auch von Nähe und Distanz auch, ne, von Intimität, dann ist ja, kann ich mir gut vorstellen, dass es ja erstmal absolut wichtig ist, dass diejenigen, die das jetzt, die Schüler, die jetzt kommen zum Beispiel, sehr gut bei sich geankert sind. Ja. Oder ihre eigenen Räume erstmal begreifen, dass zum Beispiel, dass wir ja oft dazu neigen, auch in der Praxis zu sehr nach außen zu gehen, weil wir ins Machen kommen und manchmal die eigene Ausrichtung dabei verlieren und dadurch ja die Resonanzräume gar nicht entstehen können. Das ist ja also damit eine absolute Selbstarbeit erstmal, sich zu schulen, um das hinzukriegen. Wie siehst du das? Ja, stimme ich dir völlig zu und wird auch ein Aspekt sein in dem Seminar. Also wo immer das passt, arbeite ich gerne grundsätzlich auch damit, dass man die Themen und die Vorgehensweisen, die in so einem Seminar präsentiert werden, erstmal an sich erfährt. Und hier richtig auch Teil davon. Also dieses Einstimmen auf, ja, ich nenne es mal diese verschiedenen Schwingungsebenen, die helfen auch sehr, sich letztendlich selbst gut auszubalancieren. Also, dass man sowohl gut verankert ist im Körperlichen, aber auch schwingungsfähig ist im Emotionalen und dass der Verstand auch klar dabei ist und wir auch im großen Ganzen, wie immer das je nach Geschmack genannt wird, wie man da drin eingebettet ist. Und was du gerade auch gesagt hattest, die manche haben eine Neigung, ins Tun zu gehen, was oft eine gute Qualität ist. Also dass das erfrischend ist und
ja, einfach eine satte Berührung. Aber es kann auch dazu führen, dass man zu wenig lauschend ist und ja, so den eigenen Impulsen folgt oder vielleicht auch dem, was man gelernt hat, und man bietet dann Konzepte, umgesetzte Konzepte an, und die eigene Schwingungsfähigkeit, Mitgefühl, Schwingen vom Herzen und eine emotionale Resonanz in uns, die ist wichtig, um auch eine Nähe, mehr Nähe erstellen zu können und ein Gefühl von Geborgenheit. Aber wenn das sehr stark betont ist, wenn wir selbst behandeln, dann nehmen wir eventuell viel zu viel auf oder sind wie blind für sachliche Aspekte oder das gut wäre, jetzt auch mal wirklich kräftig zu lehnen und einen Impuls zu geben, sondern wir schwimmen in so einem Miteinander herum und da verwischen sich dann schnell die Grenzen und eventuell geht es dann beiden nicht so gut. Und durch dieses, also wir werden sehr viel Übungen machen, es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich einzustimmen in diese verschiedenen Frequenzebenen, wo man auch rausfinden kann, was liegt einem mehr, wo man fühlen kann, welche Frequenz ist jetzt gerade stärker in mir. Vielleicht malen wir auch dann irgendwas auf. Bilder. Und, genau, Bilder. Und ja, wie kann ich das hinkriegen, dass wir diese Ebenen gut in mir schon mal miteinander reden. Mhm. Und es gibt ja im Qigong auch diese drei Dantien. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Also quasi Hara und Herz und hier. Ja, okay. Dann da noch ein viertes hinbauen. Und das ist eigentlich ein ganz ähnliches Konzept. Also dass es auch darum geht, also diese Übungen, die drei Dantien in eine Reihe bringen, dass die in unserer Zentrierung sind, dass die möglichst gut miteinander in Kontakt sind, dass die wach sind in uns und in einer lebendigen Weise, also die müssen jetzt nicht gleichgeschaltet werden, aber dass wir ein Gespür dafür haben, ups, meine Neigung ist, meinetwegen dieses untere Dantien gar nicht mitzukriegen. Ich gehe eher immer ins Herz oder in Verstand. Also das wird ein Teil auch der Selbsterfahrung sein. Und auch, dass wir vielleicht mal spielen, wie fühlt sich für die liegende Person an, wenn wir absichtlich jetzt meinetwegen an einem Arm unsere Herzensqualität sehr in den Vordergrund bringen oder das Spirituelle ansprechen, das fühlt sich zum Empfangen meist sowas von scheußlich an, wenn das für eine längere Zeit ist, weil da der Körper und mein alles überhaupt nicht satt wird. Also es dreht sich letztendlich darum, wie insgesamt im Shiatsu das um Integration geht. Und hier ja, und Integration dieser Ebene. Genau, und wenn du so erzählst von den Konzepten, dann komme ich ja wieder, oder ich hatte mal, sagen wir mal, so eine schöne Erfahrung gemacht mit einer Kollegin in einem Unterricht zur Stufe 6. Dass ja wir unterschiedlich ticken. Ja? Also das war es ja so. Wie wir auch. Wir beide auch. Die Erfahrung war ja, dass ich zum Beispiel ja sehr über innere Bildeinstellung gehe oder in der Bildsprache viel höre. Und meine Sinneskanäle anders geschaltet waren als deine. Und das war aber so eine wunderbare Erfahrung, weil ich dich überhaupt nicht erreicht habe. Weißt du noch? Mhm. Ja. Und dann hast du ja gesagt, Katrin, ich brauche das aber so richtig. Also ich war ja eine sehr schöne Herausforderung, weil du das mir gar nicht folgen konntest. Du hast ja gesagt, damit kann ich gar nichts anfangen. Mhm. So. Und das ist ja ganz wichtig zu wissen, weil dann können wir uns ja manchmal zum Teil, sag mal, abarbeiten und wundern uns, warum wir den gar nicht jemand nicht erreichen, weil ich mich nicht, also vielleicht gibt es auch so Tools zu sagen, okay, wie tickt denn derjenige? Genau, ja. Und das bedeutet ja, dass ich ja in mir
mich so einstellen darf, Gefühl zu kriegen, okay, oder vielleicht auch durch übers Gespräch, über bestimmte Gesprächstools rauszukriegen, auf welcher Ebene resoniert er denn derjenige überhaupt? Ja. Ne? Und das wäre ja auch eine sehr spannende Geschichte. Genau. Also man, du merkst schon, das Wochenende reicht wahrscheinlich gar nicht aus. Nee, wir können Teil 2, 3, 5, 7, 9 anbieten. Genau. Aber so das Grundprinzip als Werkzeug, das werden alle kennenlernen und dann, es wird dann auch klar, weil wir viel praktisch ausprobieren werden, dass das eben unter anderem auch eine innere Technik ist, neben anderen, um zu tüfteln, zu fein abzustimmen, um möglichst gut mit jemandem in Kontakt kommen zu können oder mit einem bestimmten Körperbereich oder mit einem bestimmten Meridian. Also, dass wir variieren können, dass wir wie so einen Regler in uns haben, auszuprobieren und gucken, was passt jetzt. Ja. Und das ist der Schlüssel, dass überhaupt Kontakt gibt und nicht nur wie Äußeres anfasst. Ja. Und sag mal, was denkst du, ab welcher für Schüler, welcher, sag mal jetzt in der Ausbildungsstufe, haben wir ja die Stufe 1 bis 7, was denkst du, ab welcher Stufe würdest du sagen, ist der Kurs geeignet? Wir haben es jetzt ausgeschrieben ab Stufe 4. Das ist für das, was ich jetzt, was dann auch im Text ist, denke ich so, der Einstieg, weil wir viel auch experimentieren wollen, wie fühlen sich die Hara-Zonen an und ist dieses Kyo dominant auf irgendeiner Frequenzebene. Das wäre für die unteren Stufen, denke ich, also die haben genug noch anderes zu tun. Also ich habe sie vor 2 Jahren auch in Münster mal offen für alle, auch ohne Shiatsu-Kenntnisse angeboten. Dann setze ich ganz woanders an. Und hier ist das ein Thema, wo ich mir auch vorstelle, dass das viele Diplomierte anspricht. Ja, dass das die fortgeschrittene Arbeit nochmal sehr, sehr bereichern kann. Und auch viele Fragen, vielleicht einige Fragen beantworten kann, die manchmal auftauchen. Zum Beispiel, weshalb die Qualität, die man in der Hara-Zone gefühlt hat, warum man überhaupt gar nichts davon wiederfindet im Meridianverlauf. Ja. Zum Beispiel das große Rätsel. Ne? Ja. Wir unterrichten ja auch zum Beispiel am ESI, wenn wir das Fukushin machen oder das Taikushin, dass wir ja sozusagen uns für die 2 größten Ausdrucksformen von Kyujutsu entscheiden und dann eben auch so, sagen wir, erstmal auch mit den Ki-Funktionen, die Meridian-Funktionen in Kontakt kommen. Das ist, kann ja erstmal auch wieder ein konzeptionelles Geschichte sein. Ich finde ja auch, dass es ja sehr lebendige Anteile gibt. Also für mich sind das ja alles lebendige Wesenheiten, Anteile, die miteinander kommunizieren wollen. Direkter Ausdruck von unserer Lebensenergie. Genau, die sich kennenlernen wollen. Vielleicht kennen die sich ja noch gar nicht, weiß man nicht. Ja. Oder haben sich verstritten und sitzen irgendwo beleidigt irgendwo. Und dann ist es ja, dass wir so eine Idee vielleicht entwickeln, von der Funktion her. Und dann ist, finde ich, auch immer, sich wieder überraschen zu lassen während der Arbeit, dass zum Beispiel ein ganz anderer Schein noch hervortritt. Weißt du? Und das ist ja auch so, dass, finde ich, dass aus diesem Gedankenkarussell, jetzt muss ich irgendwie so einen Satz basteln oder wie kann ich die Funktion jetzt einbringen, das ist ja manchmal so ein bisschen mühselig, ne? Weil das so gebaut ist. Und da geht ja ein bisschen was verloren, weil wenn wir so Konzepten folgen, das sind ja Erfahrungsgeschichten, die vielleicht eine Erfahrung haben, aber mein subjektives Empfinden ist ja vielleicht ein ganz anderes. Ja. Also in dieser Art eine Freiheit zu erlangen, die Erlaubnis sich zu geben, ich darf auch, wie du sagtest, spielen, rum experimentieren, forschen, ausprobieren, auch wenn das gar nicht mit dem konform geht, was vielleicht gelehrt wurde oder so. Ne? Es erlaubt ja dann
auch eine größere Freiheit für denjenigen in der Behandlung. Ja, was sagst du? Kommt euer Abendessen. Weißt du? Ne? Und, ja, es gibt mehr Freiheit im Verständnis, mehr Freiheit für die Zugänge, also da die Schlupflöcher zu finden, wo eine Bereitschaft da ist, von dem energetischen System eines Menschen zu antworten, uns die Hand zu reichen, sagen, ja, so, wenn du so mich anguckst, so mit mir redest, da komme ich mit, da fühle ich mich verstanden, gesehen. Ich finde auch nochmal das Thema interessant, ich möchte gerne nochmal zurückkommen, Nähe, Distanz, ja, ist ja oft auch eine Frage, wie weit darf ich mich denn überhaupt einlassen, fühle ich da mich da noch geschützt, muss ich mich nicht schützen? Und dann frage ich immer, wie soll denn dann eine Kommunikation oder ein Austausch stattfinden? Also welche, sicherlich auch, ich habe es gehört, okay. Wir sind ja hier live aus dem Hause Schröder mit Familie. Ne? Ja klar, und, Leben. Das ist das Leben. So, wobei ich jetzt stehe, wie Nähe, Distanz, okay? Genau. So. Ja. Und dann gibt es ja schon, wenn ich sage, ich muss mich ja, wie schütze ich mich? Wenn ich also schütze ich mich, dann ist es ja für mich schon, da habe ich schon hier was. Ja. Ja? Also wie ist dann eben auch Tools oder Möglichkeiten? Und da denke ich, dass diese eigene in sich ruhende, so das extrem Wichtige ist. Ja. Da muss ich mich nicht schützen, denn dann bin ich ja in mir verankert, da wo ja alles vorhanden ist. Fülle mich aus und bin stabil und mein Energiefeld oder wie auch immer ich das nennen möchte, meine Ausstrahlung hat dann auch so eine Kraft, dass ich geschützt bin, ohne eine Mauer zu bauen. Richtig. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weißt du, das nochmal Schülern zu vermitteln oder da Werkzeuge in die Hand zu geben, dass ja, wenn sie bei sich bleiben, wissen, dass alles vorhanden ist und sie geschützt sind und richtig reich sind wir ja alle, ne? Ja. Und dann kann ich mir gut vorstellen, dass der Kontakt dann nochmal total ein anderer ist. Ja, ja. Ich unterrichte das ja auch viel als einzelnes Seminar, das Energiefeld stärken und den eigenen Raum bewahren. Und wo auch sowas, also ein bisschen was von dem Thema jetzt mit Psychologie der Berührung und was ich eben erklärt habe, also wo wir auch an diesem Verankern und Integrieren von der emotionalen Ebene und der Herzebene, wo ich das mit einbringe. Also darüber entsteht auch schon viel Schutz in gewisser Weise, dass ich mich zu sehr öffne und diese Nähe und Distanz spielt auf in verschiedene Weise ja auch eine Rolle. Also wann empfindet, also es, manche Menschen saugen Nähe sehr ein und es kommt zu einem guten Dialog, wenn ich ganz persönlich auf diesen Menschen einstimme und auch wie auf das Innerste von diesem Menschen. Und es gibt andere, wenn ich das tue, machen die alles zu. Das ist dann nah und aufdringlich. Also die können es oft gar nicht benennen, denen bleibt die Luft weg und ich merke es, dass der Kontakt weniger wird. Und die kann ich besser erreichen durch eine relativ neutrale Berührung. Oder dass ich in nicht so persönliche Aspekte gehe. Also in den Definitionen von der GSD zu Shiatsu gibt es eine, ja auch Shiatsu bindet den Menschen ins kosmische Ki ein oder so ähnlich formuliert. Und bei manchen Menschen entsteht der beste Kontakt, wenn ich mich wirklich so groß einstimme aufs kosmische Ki, dass ich in der Person kosmisches Ki anspreche. Und dann fühlen die sich wunderbar berührt und erreicht und angesprochen. Und das sind für mich auch Themen, die mit Nähe und Distanz zu tun haben. Und
Ja, und auch die ganzen Prägungen, die wir haben im Kontakt mit anderen und wenn wir quasi in so einem hilfeleistenden Beruf arbeiten, jemand anders helfen zu wollen, inwieweit darf ich einen Stopp setzen, inwieweit bewahre ich meine Eigenständigkeit, mich bewegen, zu denken, zu fühlen, inwieweit kann ich auch dafür sorgen, dass die Sitzung zu dem Zeitpunkt zum Ende kommt, die ich plane. Und wenn jemand dann noch mehr erzählen möchte, habe ich die Wahl. Also ich halte den Rahmen. Das ist auch schon ein Thema, wo ja was sich lohnt anzugucken, ja, mehr Klarheit haben kann. Ist ja auch oft ein Thema auf Fragen der Schüler. Ne, was mache ich, wenn die nicht aufhören zu reden und ich sitze da schon? Ja. Und das sind ja alles sehr unterstützende. Ja. Also im Austausch dazu sein oder auch hier aus deinen Erfahrungen auch heraus von dir zu hören, wie du da umgehst, ist das ja auf jeden Fall sehr unterstützend und wertvoll. Zu den Themen, also Nähe und Distanz und sich nicht schützen fühlen, richtig krank, selbst wie krank werden von der Arbeit. Das ist auch ein Teil von meiner psychotherapeutischen Arbeit. Also es kommen ja auch Psychotherapeuten, Heilpraktiker, Heiler auch für Supervision zu mir, die mit diesen Themen Mühe haben. Und manchmal ist es so einfach zu lösen. Und ja, manchmal sitzt es in irgendwelchen Prägungen drin, da braucht es dann noch mal ein bisschen mehr, aber ganz, ganz viel kann man auch schon so lösen, indem man ein bisschen mehr weiß von sich und den Tricks und Kniffen. Vor allen Dingen mehr weiß von sich, das finde ich ganz wichtig. Ja. Ja. Ihr merkt schon, also wie wir vielleicht dann, wenn wir uns hier unterhalten, dass wir wahrscheinlich noch stundenlang darüber uns unterhalten können, weil das so vielschichtig ist. Ne? Wenn du sagst, auch von Intimität sprichst, das ist ja was, also auch, wie du vorhin erzählt hast, wenn jemand mit diesem kosmischen Einbeziehen des Kies, des kosmischen Kies, wie berührend es sein kann. Und dass ich manchmal auch merke, wenn mir so Geschichten erzählt werden oder die Anliegen, also ich finde auch ganz wichtig, finde ich für mich immer mehr, mir wirklich den ganz klaren Auftrag zu holen, warum die eigentlich kommen. Ne? Weil ich nämlich zunehmend keine Lust mehr habe, mich sozusagen in der Dienstleistung, wir dienen ja, und klar mache ich das, aber ich sag mal, abzuarbeiten, das ist jetzt ein bisschen ein übertriebenes Wort, aber zu bedienen, das kann auch ermüdend sein. Ne? Mhm. Und wenn ich mich aber offen halte und das mich berühren lasse, berührt mich das ja selber, weil mich das ja irgendwo anschwingt, weil das ja etwas auch von mir ist. Und dann finde ich, ist es was ganz Wertschätzendes, Schönes. Und dann muss man sich nicht mehr abarbeiten. Ja. Vielleicht. Ja. Nun, es war ja gerade Sommercamp im Allgäu. Ja. Und an dem letzten Abend hatte Riti Rong, der ESI-Lehrer aus Coburg, die Möglichkeit geöffnet, dass wir Kalligraphie machen. Ja. Und das kommt mir gerade in Sinn, das Symbol für Mensch, diese beiden Striche, was wir auch so übersetzen für Scherzo, dieses Aneinanderlehnen. Und das meint ja nicht nur, wenn wir uns körperlich, physisch vorwärts bewegen, sondern letztendlich auch wie so eine innere Haltung, dass es auch im Gespräch und auch von der Energie etwas ist, wo der andere Mensch auf mich zukommt und mir was zeigt und wir das willkommen heißen und dass wir auf die Antworten, auf die Reaktionen eingehen von der Energie und nicht sagen, ne, ich krempel mal die Ärmel hoch und dieser Mensch hat gesagt, da tut's weh und ich kann Shiatsu und kenne den entsprechenden Meridian und jetzt mache ich es heile, sondern dass das dieses Miteinander ist, dieser Dialog und ja, wir uns dann auch wirklich
an die Energie und die Kompetenz, die Ressourcen von diesen Menschen anlehnen. Ja, schön. Ja. Wenn du jetzt final sagen könntest, du haben ja jetzt ganz viel, du hast ja ganz viel erzählt, was die Schüler erwartet oder die Absolventen, die Graduierten, die zu dir kommen. Könntest du das nochmal so in ein, zwei, also nochmal zusammenfassend sagen? Natürlich kann die gehen mit dem und dem raus. Das ist ja wieder subjektiv, was sie für sich mitnehmen wollen und so. Aber ganz klar nochmal, vielleicht so in zwei, drei Sätzen, um was geht es nochmal ganz konkret zusammenfassend? Und dann freue ich mich nämlich darauf, dass du nach Berlin kommst, weil ich werde auf jeden Fall dabei sein. Ja, schön. Ja, und da auch weiter forschen und weiter lernen und von deinen Erfahrungen daran teilhaben, von deiner... Laufen gerade die Hühner hier vor der Tür in meinem Blickfeld rum, deshalb guck dich. Dann schreien die sich unter vor der Tür. Oder die steht schon am Fenster und dann Kontakt, die gehen hier und wollen eine Resonanz, die wollen Futter. Aber keine Ahnung. Ja? Okay, die zwei, drei Sätze noch? Ja, genau. Bevor die Hühner noch mehr picken, oder? Genau, das erste, was mir eben in Sinn kam, als du gefragt hast, ist, dass es ganz viel Experimentieren, Spüren ist, rausfinden, tüfteln, also ganz viel Praxis. Es ist nicht wirklich viel Theorie dabei. Und es wird sich beziehen auf, was wir besprochen haben, auf die Eigenerfahrungen, dass man die eigenen Dominanzen kennenlernt und wie man es ausbalancieren kann, dass sich diese Thematik Körper, Seele, Geist, dass wir das aufschlüsseln, was heißt eigentlich auch dieses ganzheitlich, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Ja, kann man ja als Großes erstmal Geheimnis und kommt und schaut mal, wie das mit der Ganzheit in einem selber ja auch aussieht. Ja. Ne? Was das dann bedeutet für unsere Shins, unsere Wahrnehmung, unser Verständnis von der Energie und auch für unsere Praxis. Also, dass man handfeste Werkzeuge bekommt für sich selbst, für Diagnose, für Praxis. Prima. Einverstanden? Also, ich bin voll einverstanden. Du weißt ja, ich bin dein Fan, Brigitte. Ne? Ja, ich mag deine Arbeit und unser nächstes Projekt nächstes Jahr. Ja, also welches haben wir denn da? Den Stufe 7, dachte ich gerade. Okay, alles klar. Stufe 7, Start am 7. März 2021. Vielleicht fällt uns vorher auch noch was ein. Ja. Und da können wir ja dann weiter rum experimentieren. Ja, oder vielleicht auch zu irgendeinem anderen Thema noch so ein Gespräch veranstalten. Also mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ja, ich fand es übrigens jetzt auch ganz toll, dass wir das mal, es war ja mein erstes Interview, weißt du? Und ich denke, aber es ist schön, dich mit dir zu unterhalten. Und vielleicht kann man ja so ein, man kann ja eine, wie sagt man dazu, gibt ja so... Grünsalon. Wir können ja den Shiatsu-Salon gründen, wo wir dann beide philosophieren. Ja, zum Beispiel. Ja. Brigitte, also. Ich bin bereit. Ich auch. Immer. Das, übrigens, der DDR, Pioniergruß war, seid bereit, und wir mussten immer antworten, immer bereit. Oh. Mhm. Ja, oh. Ne? Okay. Also da gibt es Einschränkungen mit dem. Aber ganz grundsätzlich von innen bin ich bereit. Ich bin auch bereit. Wir freuen uns auf dich. Nochmal, dass du am 5. September bis 6. September hier am ESI Berlin bist mit dem Thema Psychologie in der Berührung. Das Entdecken von Körper, Geist, Seele. Was ist das eigentlich? Ja, genau. Und dann liebe Grüße nach Münsterland. Grüß mir deine Hühner. Ja, mache ich. Dass wir doch dir doch zu sagen haben jetzt. Ne? Versuchen, an das Katzenfutter ranzukommen. Ah, die langen Hals. Ja.
Also die sind, genau, also das ist die Geschichte der Hühner ein andermal, weil ich habe eine Geschichte erlebt im Urlaub. Und vielen Dank, Brigitte, Dank dir. für deine Zeit und für deine Gedanken teilen. Und dann Fernküsschen aus Berlin. Na? Ach, übrigens fand ich ja noch den abschließend, und dann können wir auch aufhören und auch dein Online-Seminar, was du gegeben hast, als weil das Seminar sollte ja eigentlich schon im Mai diesen Jahres stattfinden, mussten wir ja wegen Ja. Corona verschieben, aber da hast du ja dieses Online-Seminar gemacht, Fernshiatsu Und inneres Selbst hierzu. und inneres Selbst-Shiatsu. Und das fand ich ja richtig genial, weil genau nämlich das darum geht, kann ich mich denn eigentlich so weit mich selber berühren, Ja. wenn ich das gar nicht kann, wie soll ich dann andere berühren, Ja. weißt du? Und deswegen ist die Eigenarbeit extrem wichtig, auch im Shiatsu. Ja. Das war das Wort zum Sonntagabend von Frau Schröder Genau. aus Berlin. Vielen Dank. Also mach's gut. Vielen Dank, Brigitte, Auch ja? schöne Tschüss. Grüße nach Berlin. Und dann suche ich jetzt mal den Ausknopf. Ja, du musst jetzt mal kurz die Aufzeichnung stoppen. Ja, dazu brauche ich meine Brille. Ja. Und ich hoffe, alle, die das jetzt sehen, die haben viel Freude daran, an unserem Gespräch. Ich auch. Also, Tschüss. okay, mach's gut. Tschüss. Vielen Dank, Brigitte. Tschüss.